Boah, gerade noch so rausgesprungen aus dem Haus. Ja, hier ist ein Oh. Creeper in mein Haus gekommen. Alter. Ja, ich komm mal kurz, ne? Nee, nee. Du bleibst da, wo du bist. Im Meer. Genau. Da soll's auch bleiben. Sehe ich aus wie ein Bachkind? Ja. Oder ein Meerkind? Oh, das finde ich jetzt aber Ich habe lieb mir von dir. überlegt, dass man hier so eine Terrasse macht. Ja, von Terrassen bin ich immer der Fan. Ich wollte auch eine Terrasse in meinem Zimmer, aber Aber. naja. Na, geht halt nicht. Meine Eltern waren zu faul, eine zu bauen. Boah, jetzt ist der. Boah, ey, der Hund ist mir jetzt genau vors Gesicht gesprungen. Ich dachte Creeper und hab den Hund dreimal geschlagen. Alter. Ey, so viele Wie sieht das Schweine. aus? Ey, ich dachte gerade schon wieder, das wäre ein Creeper. Ich bin was am Versuchen. Was denn? Siehst du denn? Oh. Boah, keinen gigantischen Penis. Was? Nein. Alter. Boah, ich brauch sehr viele Ja, Falltüren. ich kenn dich. Wie du kennst mich. Ah, du brauchst gern mal einen großen Hä? Penis, ne? Auf meinem Haus. Ah ne, das war Dominik. Oh. Okay, ich wusste gerade gar nicht, was du laberst. Jetzt hatte ich das ja rausgestellt. So. Ja, Dominik hat mal einen riesigen Penis aus pinker Wolle auf meinem Haus gebaut und als Schamhaare hat er die Lianen Schwuchtel. benutzt. Ja, dachte ich da auch. Und dann haben wir einen Wettbewerb gemacht, wer den besten Penis baut. Schwuchteln. Es war seine Idee, ne? Also. Warum machst du mit? Das ist nicht schön. Nee. Ich weiß es auch nicht. Ich habe einen ganz kleinen gebaut und dann gesagt, das ist deiner. Okay. Also ich habe die Wolleblöcke einfach hingeworfen, nicht platziert, einfach hingeworfen und dann gesagt, das ist deiner. Ach so. Ich laufe jetzt schon die ganze Hä? Zeit durch den Was für ein Busch, Busch? ey. Ja, durch den Busch. Boah, das Bambus. mit dem Dach wird noch knifflig. Oh ja, das kann noch was werden. Ja, ich baue ja nicht so gern so große Häuser, weil dann ist das Dach immer das, was am meisten nervt. Na, wird Ey, schon ich bin irgendwie im Sumpf, hinkriegen. soll ich mal gucken? Ja, Klar. hoffentlich, ne? Ich bin in einem Sumpf, soll ich mal gucken, ob ich ein Hexenhaus Sind die finde? in Sumpfgebieten? Ja, und das Und Spawnen was aus willst du im Slimes. Hexenhaus? Alter. Hexe töten. Was? Gibt Hexe man da töten. irgendwas? Ja, die droppt so verschiedene Sachen zum Brauen. Okay. Aber im Haus ist, glaube ich, auch so ein Braustand. Und den wollte ich dann halt klauen. Ah, wie viel Denn kostet in der Hölle, Eisen? ja. Mit Eisen macht man das, ne? Dann Ja, sparen auch. wir ein bisschen. Aber auch diesen Lohenstaub braucht man. Ja. Ah ja, und Tintenfische können jetzt wenn sie an den Strand gespült werden, dann sterben Was? die. Ich? Ja, Okay, ja. auch ja. Was jetzt mit deinen kleinen Brüdern? Die Jo, pennen, die ne? pennen zum Glück. Schlaf jetzt ein, schlaf jetzt ein. Der Mond und die Sterne sehen dir Du dabei Scheiße. zu. Ist schon ein bisschen gruselig. Der Mond und die Sterne schauen dir dabei zu. Ich meine, Stalker. Nee, hier lasse ich das am besten. Dann hier oben wieder. Einige werden jetzt vielleicht sehen, was ich vorhabe. Ich nicht, aber Gut, da na. haben die Falltüren ja doch noch gereicht. Okay, ja, ich denke mal, ich geb's auf. Ich Nein, tippe hier nicht nein, zu such dir. einfach weiter, weil wir brauchen das Fischnholz echt wirklich dringend. Komm, ich geh kurz Game Mode, dann haben wir Nein, das. hier wird gar nichts im Game Mode gemacht. Außer den Weg wiederfinden. So. Ja, das macht man ja im TP, man muss man ja nicht in Game Mode für gehen.
Ne? Sagt er der nach der Aufnahme immer ich, den Game-Mod? Ich. Wir sagten immer direkt mein Game-Mod. Ja, da lacht er schon, das sagt alles. Ja, das tut es. Hier ist kein Schneegebiet, ey, da kann doch auch nicht sein. Keins. Nee, ich finde hier keins. Komm zurück und ich suche eins. Ich finde hier nur Wüste, Busch, Sand. Wüste, Busch, Sand. Ja. Kannst du mal Blumen mitnehmen? Welche? Alle. Ja, gut, dass ich gerade über ein gelbes Feld rumlaufe. Weil Blumen brauchen wir jetzt. Ich hab jetzt schon 33 Was? Blumen. Ja, ich bin ja einfach mal übers Feld. Okay, das gelatscht. Ist gut. Also komplett gelbe, ne? Das ist gut. Gut. Ist es das oder willst du das? So, ihr werdet jetzt sehen, was ich machen will. Oder was ich mache. Ein Balkon. Nein. Ein Balkon. Das kommt später. Ach, Alter, was mache ich? Leck. Leck? Ja, es hat gerade geleckt. Fuck. Ah, runtergefallen. Ja. Du hast jetzt Medal of Honor Warfighter, ne? Also ich habe schon von sehr vielen gehört, dass es scheiße ist. Wie findest du es so? Ich sag's mal so, man muss sich dann gewöhnen. Also wenn man ja einen Shooter sucht, wo man einfach nur Leute umlegt, dann sollte man sich lieber Counter-Strike holen. Wie? Also die, ja, da gibt's so halt sowas Ähnliches wie Abschussserien, aber die sind so gut wie unerreichbar. Also wie? Echt? Ja, man braucht 500 für das erste und das ist auch nur so scheiße. Kills hintereinander. Ja, 5. Nein, Punkte. Ach so, also 5 Kills, ne? Ja, also 500 Punkte einfach nur, also. Mhm. Ja. Dann braucht man für die nächste wieder 1000, dann 1500. Okay. Also, dann, man stirbt dann einfach so schnell, dass man es gar nicht erreicht. Also sagst du. Aber wenn man trotzdem. Ja, wenn. Es ist ganz gut eigentlich, aber wenn man Bock auf einen Shooter hat, wo man halt Waffen aufsetzen freischalten kann, ist Medal of Honor eigentlich ganz gut. Vor allem das aus dem Blackhawk abseilen, das finde ich ganz geil. Das ist. Und die Grafik muss man ja mal sagen. Ja, die ist dieselbe wie in Battlefield 3, nur die Waffen sehen ein bisschen schlechter. Ja, und die Animation und das kann sich alles schon sehen lassen, also... Animation ist ja auch von Battlefield 3, das finde ich jetzt ein bisschen nachmache. Ne, die haben sie ein bisschen besser gemacht. Echt? Wow! Oh, Alter, wow! Alter, dicke Spalte! Da wäre ich fast reingeflogen. Ja, du kannst jetzt mal zu mir kommen. Alter, und dann suche ich noch einen Fischenwald. Ja. Was soll ich da machen? Ja. Kannst du mal gucken, was du denn hier so machst? Vielleicht irgendwas ist eine Verbesserung am Haus. Lieber nix. Ich vertraue dir dann einfach mal so einfach ganz so ein paar Verfeinerungen. Oh, das ist ein Fehler. Ich sehe es jetzt schon. Kommst du nach Hause, dann ich bin wieder zurück. Nee, ich vertraue dir das schon. Ah, gut. Also wundere dich nicht, wenn überall. Also, wenn TNT ich jetzt mal einen Block oder so übersehen habe, kannst du mal fixen. Also so halt so kleine Verfeinerungen. Ja. Bugs. Fixes, ne? Okay. Boah, es gibt so viele Blumen in der Welt. Ich davon mal. Reicht das? 20 ja, rote jetzt brauch ich und eigentlich 51 auch nicht mehr. Gelbe. Aber egal. Ey, jetzt habe ich so viele gesammelt, ey, und jetzt zack. Du kannst zum Beispiel dann auf die Erze hier einschmelzen gehen. Schatz. Gut, dann komm. Klar. Das sieht episch aus. Boom. Warte, ich erklimme jetzt erstmal den Mount Everest. Oder auch nicht.
Ach komm. TP Delmor LP. Oh, ich hab vergessen, Enter zu drücken. So. Au. Hat du so einen Hund mitgebracht? Okay. Komm, schlafen. Hundi Bunni. Warte, komm, Hundi Bunni. Komm. Hä? Hey, nicht die Treppe runter. Hä? Hey. Komm her. Oh, ich dachte schon wieder, das ist ein Creeper. Fuck, Mann. Komm, schlafen. Hier, warte, hier Hühnchen. Ja, komm, Hund. Komm, wir gehen pennen. Komm. Kommst du jetzt endlich mal schlafen? Drin. Harold, komm ins Bett. Gut, dann machst du hier noch ein bisschen. Jetzt kommt du kannst der zum Hund. Beispiel jetzt irgendwie kommt der Hund. Hier irgendwie was machen. Guck mal, der ist voll leer, der Raum. Irgendwas vielleicht, so eine Bank halt. Irgendwas mit Blumen halt irgendwas, ne? Ja, ich mach mal rum. Genau, du ja, kannst Blumentöpfe, das wäre eine gute Idee. Halt, aber nicht einfach so auf den Boden hinstellen, sondern schon. Lass dir einfach was einfallen. Ja, ich mach dir erstmal kurz eine Bambusfarm, denn... Okay. Ich wollte halt ein ja, paar Bücher brauchst du Leder. Habe ich gleich auch ein bisschen. Muss mal gucken. Ja, ich habe auch ein bisschen. Ich habe 9. Ja, ist jetzt nicht die Welt, aber... Ist hier irgendwo Wasser? Ich weiß nicht. Aber das sieht man mal, wenn man einfach mal auf Multicore stellt, das zieht einfach mal 10 FPS. Das ist krass. Ja, oha. Hast du Wassereimer? Wassereimer? Nee, aber hast Eimer. Du Wassereimer? Muss man eine Kiste gucken. Oder du stellst... Nee. Du hast ja doch, gar nichts, ich hab einmal eine Kiste. Da ist eine Kuh, ja, soll ich Leder mitnehmen? Nee. Ja, brauch, ja doch, für Bishop doch, willst du ja irgendwas machen. Ich hab 10 Leder. Ah. 11. Ja, 11 Leder habe ich. Nee, ist ja nicht grad ich nehme einfach mal was mit. 3 Leder brauchen wir für ein Buch, ne? Boah. Nee, 1 Leder. Echt? Ja, und ich laufe jetzt gar von meinem Haus weg. Hoffentlich ist das kein Nein, Fehler. Nein, lass lieber, bleib einfach da. Wieso, was willst du? Hab 3 Achso, Eimer Wasser okay. geholt. Wenn du zurückfindest und... Ja, ich bin nur kurz... 20 Blöcke vom Haus weggegangen. So, ich mach jetzt hier mitten in den Bäumen einfach eine Bambusfarm. Aber mach sie irgendwie schön. Ja, die kann man dann später mal noch verfeinern. Ja, ist jetzt erstmal vorläufig. So, hier sind irgendwie komischerweise viele Kühe. Das ist gut. Ja. Leder. Okay. Also, wer schon bemerkt hat, Musik ist nicht eingespielt, Leder. Weil wir jetzt auch zusammen sind. Das macht man ja... Ja, da wird ja viel mehr gelabert. Nicht zusammen sind, sondern zusammen das Let's Play machen. Da braucht man ja keine Musik.